kein gemeinsamer Abend ohne profunden Kenner der jeweiligen Materie. Und wir sind in dem Zusammenhang sehr froh, dass wir heute Herrn Professor Konstantin Goschler von der Ruhr-Universität Bochum begrüßen können, der uns diesen Vortrag halten wird über Rudolf Virchow. Professor Goschler studierte Geschichte und Germanistik, war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte in München bis 1992. In diesem Jahr wurde er auch zum Doktor promoviert. Und die weiteren Stationen seiner Tätigkeit, ja, waren international. Die Humboldt-Universität fällt darunter, die Karls-Universität in Prag, die Harvard-University Cambridge, die Friedrich-Schiller-Universität in Jena. 2001 habilitierte sich Professor Goschler mit der Arbeit Naturwissenschaft, Liberalismus und die Kultur des Fortschritts, einem biografischen Studium über Rudolf Virchow. Seit 2004 nun ist Professor Goschler für Zeitgeschichte an der Ruhr-Universität Bochum der Ordinarius des Fachgebietes. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der ganz neuen Geschichte, das heißt Transformation der Bundesrepublik seit 1990, Geschichte der Juden nach 1945, innere Sicherheit, Biopolitik und Wissenschaftspopularisierung, Wiedergutmachung und Erinnerungskultur in Europa. Dafür gibt es den noch gar nicht so etablierten Terminus Transitional Justice. Professor Goschler ist Mitglied in mehreren wissenschaftlichen Beiräten, auch im Vorstand des Instituts für soziale Bewegungen in Bochum und im Vorstand des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen. Wir haben uns für diesen Abend, wie schon mal angedeutet, vorgenommen, den Vortrag ein wenig zu gliedern in vier Blöcke. Erstens wäre die wissenschaftliche Karriere im naturwissenschaftlichen Zeitalter. Zweiter Block von der Revolution zur Reform. Der dritte, Schädel, Rassen und Deutsche. Der vierte, ein Fazit, Fortschritt als Naturgesetz. Wir können nach den einzelnen Blöcken dann dazu übergehen, eventuell schon auf Fragen zu antworten. Und ich will dann meine Vorrede beenden. Nochmal vielen Dank an Sie, Professor Goschler. Und ich übergebe Ihnen damit das Wort für den ersten Block, wissenschaftliche Karriere im naturwissenschaftlichen Zeitalter. Ja, vielen Dank, Herr Rohleder. Ich kann wenigstens Sie sehen. Das gibt mir das Gefühl, dass ich nicht einfach nur so vor mich hinrede. Das ist etwas unangenehm in dieser Kommunikationssituation, dass ich jetzt die Menschen, zu denen ich spreche, gar nicht sehen kann. Denn ich spreche hier frei. Ich lese Ihnen jetzt nicht irgendwas vor. Und von daher fehlt mir ein bisschen. Ich gucke normalerweise in Gesichter und dann merke ich, ob ich zu lange rede, zu kurz rede, wie auch immer. Ich hoffe, ich kriege es trotzdem irgendwie hin und versuche, Signale aufzunehmen. Ich möchte also zunächst mal damit beginnen, etwas laut darüber nachzudenken, worin eigentlich die heutige Bedeutung Rudolf Virchows liegt. Gut, also das ist jetzt eine Veranstaltung zu seinem 200. Geburtstag. Das ist sozusagen ein klassischer Jubiläumstermin. Aber wenn man dann sich fragt, naja, was verbindet man eigentlich mit Rudolf Virchow, dann stellt man fest, er ist so eine vage, monumentale Figur geworden. Ich habe hier mal einfach mal blindlings herumgegoogelt unter dem Stichwort Virchow-Apotheke und willkürlich drei Beispiele genommen. Also er ist sozusagen zu einem großen Medizinmann geworden, der in der Erinnerung irgendwie herausragt und sozusagen dann zu einem Objekt wird, das man dazu benutzt, um das Prestige etwa einer Apotheke dann damit zu steigern. Gleichzeitig ist er schon frühzeitig monumentalisiert worden, also schon vor etwa 100 Jahren oder über 100 Jahren wurde ihm in Berlin auf dem Karlsplatz, auf dem heutigen Karlsplatz, ein Denkmal errichtet. Das ist insofern interessant, weil Rudolf Virchow wird hier zwar als Büste gezeigt, aber das eigentliche Denkmal ist dann also Herkules im Kampf gegen
gegen Ungeheuer, gegen die Hydra, also sozusagen, das ist eigentlich gar kein Rudolf-Virchow-Denkmal, sondern es ist eigentlich ein Denkmal, mit dem die Ärzteschaft sich selber feiert als Bezwinger der vielköpfigen Krankheiten. Ja. Also man sieht, Rudolf-Virchow ist zu einem Symbol geworden, zu einem Transportmittel, mit dem vor allem also transportiert wird, Ärzte sind Helden. Das ist etwas, was uns heute einigermaßen geläufig ist, was für das 19. Jahrhundert aber noch keineswegs selbstverständlich ist. Und das versuche ich in diesem Vortrag auch etwas deutlich zu machen. Denn um es vorwegzunehmen, im 19. Jahrhundert konnten Ärzte eigentlich im Wesentlichen noch nicht heilen. Die waren vor allem damit beschäftigt, Krankheiten zu erforschen und zu verstehen. Das mit dem Heilen kam dann eigentlich erst später. Und Rudolf Virchow gehört sozusagen eher in die Phase der Erforschung von Krankheiten und nicht in die Phase, in der dann sozusagen die Halbgötter in Weiß dann als kühne Chirurgen und Bakteriologen und ich weiß nicht was dann auch Krankheiten bekämpfen konnten. Ich will also nur nicht meine Zeit damit verbringen, jetzt sozusagen weitere Lorbeerkränze für Rudolf Virchow zu winden, sondern erstmal deutlich zu machen, warum es eigentlich sich lohnt, sich jetzt anlässlich, also jetzt hier nicht einfach nur Geburtstag zu feiern, sondern zu sagen, zu fragen, bringt die Beschäftigung mit ihm irgendetwas auch zum Verständnis unserer eigenen Zeit? Und das ist ja eigentlich das, was Geschichtswissenschaft auch immer tut. Also sie guckt auf die Vergangenheit, aber natürlich auch immer aus dem Interesse daran, die eigene Zeit auch besser zu verstehen. Und ich denke, es gibt gute Gründe, warum es sich lohnt, heute auf Rudolf Virchow zu schauen. Gründe, die auch sehr viel mit aktuellen Entwicklungen zu tun haben. Also nach gut 2 Jahren Corona leuchtet vermutlich jedem sofort ein, dass das Verhältnis von medizinischen Experten und Politik eine enorme Rolle spielt. Ich sage jetzt einfach nur mal Drosten. Ja. Also sozusagen die Frage, inwieweit können Mediziner, Ärzte oder auch Naturwissenschaftler Einfluss nehmen und in welcher Rolle auf politische Entscheidungen? Und das ist für uns heute eine große Frage, aber für den heutigen Tag ist eben wichtig oder für diesen Vortrag, dass es sich hier um eine Entwicklung handelt, die ganz wesentlich mit Virchow selbst auch verknüpft ist, zu der er erheblich beigetragen hat. Und hier stößt man also in die Vorgeschichte eines heute sehr aktuellen Problems. In anderer Weise trifft es auch zu auf etwas, was ich hier mit dem Stichwort Anthropologie und Postkolonialismus beschrieben habe. Das ist also zumindest in den Feuilletons dieses Landes ein großes Thema. Also die Frage nach Anthropologie und Rassismus, sozusagen die Helden des 19. Jahrhunderts, die kühnen Forscher sind auf einmal Monster geworden, die geraubt, geplündert und gemordet haben. Also da findet also eine Umdeutung statt, sozusagen, was man bis vor kurzem noch stolz in den Museen ausgestellt hat, ist jetzt nun zum Gegenstand von Rückerstattungsforderungen und Vorwürfen geworden. Straßenschilder werden abmontiert, neue aufgehängt. Also ein Prozess, der Ihnen ja wahrscheinlich aus anderem Zusammenhang auch noch vertraut ist. Also hier findet gerade ein großer Umdeutungsprozess statt. Und der betrifft eben auch Virchow, der sozusagen erinnert wird als ein großer Held des wissenschaftlichen Fortschritts und auf einmal aber zu einem Teil der Wissenschaft gehört, der Anthropologie, die heute unter eine Art von postkolonialem Generalverdacht geraten ist. Und ein dritter Zusammenhang, der mit Virchow gleichfalls eng verbunden ist, besitzt auch außerordentlich große zeitgenössische Relevanz, nämlich die Frage des Zusammenhangs von liberaler Demokratie und Wahrheit. Etwas, was uns ja gerade sehr beschäftigt, also gibt es sozusagen, benötigen Gesellschaften in liberalen Demokratien eigentlich unumstrittene Wahrheiten, auf die sie sich verständigen können müssen, um überhaupt friedlich in einem Gemeinwesen zusammen existieren zu können. Das ist ja eigentlich eine Grundlage, liberaler Demokratien von Anfang an gewesen oder hat sich als solche entwickelt und zu dieser Entwicklung gehört eben auch Rudolf Virchow ganz entscheidend, ja, und das ist etwas, was ja im Moment hochgradig gefährdet ist und umstritten ist. Wir sehen es ja in ganz vielen Ländern und ein Stück weit ja auch in Deutschland, dass Grundverständigung auf das, was
überhaupt Tatsache ist, immer schwerer fällt, was wiederum eine Voraussetzung dafür ist, dass man sich überhaupt darüber sinnvoll streiten kann, was man normativ für geboten hält und was man möchte. Aber wenn man nicht mal in der Lage ist, sich auf Tatsachen zu verständigen, wird das enorm schwierig. Und genau in diesem Feld spielt Rudolf Virchow auch eine entscheidende Rolle. Also das wären drei Argumente, warum es sich lohnt, aus heutiger Perspektive sich mit diesem Menschen und seinem Leben und dem, was er so getan hat, zu beschäftigen. Ich möchte also, wie angekündigt, das in vier Schritten tun, die ja schon genannt worden sind. Deswegen brauche ich sie nicht zu wiederholen, wobei der vierte Schritt ein Fazit sein wird, ein sehr knappes Fazit. Und nach jedem dieser drei Schritte werde ich dann, jedem der drei Hauptkapitel werde ich dann Luft holen und dann mal gucken, ob dringende Fragen sind. Ansonsten halte ich auch bis zum Schluss durch. So. Beginne mit einem Bild, das zeigt einen Sektionsraum im Pathologischen Institut der Charité. Und das soll zunächst mal klar machen, was Virchow als Wissenschaftler eigentlich vor allem getan hat. Virchow hat in erster Linie Leichen untersucht. Das war sozusagen sein Arbeitsgebiet und er war institutionell gesehen vor allem immer Leiter eines Leichenhauses. Und Leichen, muss man sich klar machen, waren im 19. Jahrhundert eine entscheidende Ressource für Forschung und auch für Lehre. Also wenn man irgendwo Professor für Medizin geworden ist, dann gehört er zu den Berufungsverhandlungen immer als erste Frage, wie viele Leichen habt ihr im Jahr? Denn damit konnte man, das war das Material, mit dem man forschen konnte, mit dem man Krankheiten erforschen konnte. Und das war auch das Material, mit dem man dann eben auch Medizinstudenten anlocken konnte. Also das muss man im Blick haben. Virchow arbeitet hauptsächlich mit Leichen, aber auch mit Versuchstieren, zum Teil auch mit Kranken. Aber in erster Linie interessiert er sich für ungewöhnliche Krankheitsbilder, die er dann auch präpariert hat und in einer riesigen medizinischen Sammlung dann gewissermaßen verewigt hat. Virchow gehört ja in eine Zeit hinein, in der viele der Dinge, die für uns sozusagen jetzt zur Normalität geworden sind, überhaupt erst entstehen. Und das macht ihn eben so interessant, weil sich an ihm viele Entwicklungen exemplarisch zeigen lassen, wobei er diese Entwicklungen zum Teil eben auch stark mitgestaltet hat. Und dazu gehört nicht zuletzt der Aufstieg der naturwissenschaftlichen Medizin. Virchow, das ist ja schon angedeutet worden, kam 1839 zum Studium nach Berlin an eine militärmedizinische Forschungsanstalt, also nicht an die Universität, sondern eben an ein militärmedizinisches Institut, einfach weil seine Eltern sich das nicht leisten konnten, ihn auf die Universität zu schicken. Das ist so, wie wenn Sie heute auf die Bundeswehr-Universität gehen, da können Sie auch Medizin studieren, auch wenn Sie keinen Studienplatz sonst bekommen. Das war so ähnlich. Und er fängt an zu studieren, als so ein großer wissenschaftlicher Umbruch stattfindet und er saugt diesen Umbruch auf und nutzt die Chancen, die sich damit verbinden. Also damals entsteht ein neues Ideal von Wissenschaft, nämlich Wissenschaft nicht mehr als, oder es entsteht nicht nur, sondern es setzt sich auch durch, nämlich Wissenschaft nicht nur als Aufbewahrung und Weitergabe dessen, was man schon immer gewusst hat, ja, sondern die Idee, dass Wissenschaft ein Prozess ist, ein Prozess, bei dem ständig neues Wissen generiert wird, zumal in der Naturwissenschaft mit neuen empirischen Methoden. Und Virchow fängt also seine Karriere an in einer Zeit, in der schließlich die Philosophie von ihrem bisherigen Spitzenplatz unter den akademischen Disziplinen verstoßen wird und von den Naturwissenschaften abgelöst wird. Als Virchow angefangen hat, waren die Naturwissenschaften noch Teil der philosophischen Fakultät. Ja? Das haben die Philosophen so nebenbei unter sich ausgemacht. Ja? Auf einmal treten die Naturwissenschaften so einem großen Triumphzug an, der manchmal auch eher von einem kräftigen Triumphgeheul begleitet war. Und
weshalb das eben auch funktioniert, ist, weil die Naturwissenschaften enorme Kraft entfalten, die Welt eben auch zu verändern, die Weltgestaltungsfähigkeit. Und das gibt der Naturwissenschaft ein unglaubliches Selbstbewusstsein. Und Virchow ist eben ein Vertreter dieses Selbstbewusstseins, der explodiert geradezu vor Selbstbewusstsein. Also man muss sich vorstellen, der bekommt dann so einen Festvortrag zugesprochen zu einem Jubiläum seiner Ausbildungsanstalt. Und da sitzen die ganzen Honoratioren und er ist 24 und stellt sich hin und sagt erstmal: Meine Herren, alles, was Sie bislang für wahr und richtig gehalten haben, ist Unsinn. Jetzt kommt die wahre Medizin und die ist naturwissenschaftlich und er nennt sich dann eben selbst gleich mal zu ihrem Bannerträger. Also ein unglaubliches Selbstbewusstsein, mit dem man natürlich aber auch, sagen wir mal, auf der Welle schwimmt, die sich immer mehr auftürmt. Damit hat er auch Erfolg und vor allem die preußische Bürokratie findet ihn dafür außerordentlich gut. Er ist sozusagen ein Rising Star der modernen Wissenschaft, denn es entwickelt sich ein wissenschaftlicher Markt und auf diesem Markt wird gekämpft. Ja? Also sozusagen, man kämpft um Ressourcen, man kämpft um Studierende, die damals ja zahlen müssen für einen Studienplatz. Und die preußische Medizin kämpft also um ihre Stellung und da kommt ihnen Virchow gerade recht. Und das zeigt sich dann auch an einer Episode, die sozusagen eingegangen ist in den Anekdotenschatz, wenn man über Virchow redet, nämlich die berühmte Oberschlesien-Mission. Da bricht also in den späten 40er Jahren eine Epidemie aus. Man hält es damals für Typhus. Und nun passiert aber was Neues, nämlich die preußische Bürokratie, die unglaublich stolz auf ihre Modernität ist, wird auf einmal kritisiert, und zwar in etwas, was damals ganz neu ist. Es gibt plötzlich so etwas wie Öffentlichkeit und eine kritische Öffentlichkeit. Das bringt die Bürokratie völlig aus der Fassung und die machen etwas, was wir heute aus der Politik immer kennen, wenn so eine Situation ist. Dann macht man so eine Art Krisenmanagement, ja, und dann muss man also Aktivität zeigen. Und das besteht darin, dass man sagt, wir setzen eine Kommission ein. Und damit es auch überzeugend wirkt, nimmt man jetzt also einen Vertreter, einen jungen Wissenschaftler, einer, der als modern klingt, ja, gilt, und das ist Virchow. Den schicken die jetzt nun also los nach Oberschlesien. Er findet das erstmal ganz toll, weil er wird hervorragend bewirtet und genießt sozusagen den sozialen Status. Ja, seine Briefe lesen sich dann, also da schreibt er hauptsächlich das gute Essen, das er überall kriegt. Aber dann bricht in Berlin die Revolution aus und nun auf einmal geht er gewissermaßen von der Leine und verfasst jetzt nun also wütende Anklagen über das Versagen der preußischen Bürokratie und fordert so eine Art Herrschaft der Mediziner, die jetzt mal diesen Staat ordentlich auf Vordermann bringen soll. Als die Revolution ersetzt gewissermaßen also auf den Erfolg der Revolution, als sie aber scheitert, muss ihn die preußische Bürokratie notgedrungen fallen lassen und gerettet wird er dadurch, dass er einen Ruf nach Würzburg bekommt, wo er dann also 1849 hingeht, wo er wissenschaftlich sehr produktive Jahre hat, bis es sozusagen dann wieder abgekühlt ist, also so eine Art Abklingbecken, ja, und dann kann man ihn 1856 wieder nach Berlin zurückberufen, wo er nun ein großes pathologisches Institut bekommt und auch so ja, den Ruhm dann eigentlich erlangt, von dem, der sozusagen bis heute nachwirkt. Dabei ist eben interessant zu sehen, dass er eine neue Disziplin begründet, die pathologische Anatomie. Das ist ein Vorgang, der in der Wissenschaftsgeschichte eine große Rolle spielt. Wie bilden sich Disziplinen? Und ein wesentliches Merkmal dabei ist eben, dass er sich als eine Art von Virtuose des neuartigen wissenschaftlichen Marktes verhält. Ja, also er investiert in Reisen, in seine Bekanntheit, ganz strategisch arbeitet er daran, dass ihn die Leute kennen, dass ihn die wichtigen Leute kennen. Er gründet Zeitschriften, die natürlich auch wichtig sind, um Meinungen kontrollieren zu können, wissenschaftliche Meinungen gewissermaßen als Gatekeeper, als Torhüter steuern zu können. Also was wird veröffentlicht, was wird nicht veröffentlicht, was wird gut rezensiert, was wird schlecht rezensiert. Alle die Spiele, die heute sozusagen normal sind, die betreibt er unglaublich strategisch. Und als er dann seinen wissenschaftlichen Ruhm mal erreicht hat, sichert er ihn dadurch auch nachhaltig. Ja. Das ist ja ein normaler Vorgang, dass sozusagen irgendwann die Leute aus ihrer Sturm- und Drangphase dann herauswachsen und wenn sie etabliert sind, dann, sagen wir mal, das Revolutionäre eher abstreifen und dann eher auf plötzlich auf
Bewahrung der Tradition pochen. Ja? Also das lässt sich bei ihm natürlich auch beobachten. Dazu gehört aber nun etwas weiteres, was enorm wichtig ist, nämlich er kümmert sich eben nicht nur darum, dass er bekannt ist in der Wissenschaft, sondern von Anfang an ist es für ihn genauso wichtig, dass er Wissenschaftspopularisierung betreibt. Und das macht er mit enormer Energie. Ja? Und Wissenschaftspopularisierung kann Verschiedenes bedeuten. Es kann bedeuten, dass man versucht, wissenschaftliche Erkenntnisse unter die Leute zu bringen, also unter Laien, unter Nichtwissenschaftler. Und das hat einerseits zur damaligen Zeit auch die Bedeutung eines politischen Erziehungskonzepts, sozusagen Volksbildung als Mittel, um die Gesellschaft weiterzuentwickeln im liberalen Sinne. Das ist sozusagen die liberale Bildungsbewegung, also die Lösung der drohenden Klassenfrage gewissermaßen dadurch, dass man die Unterschichten bildet. Das war sozusagen die liberale Antwort. Ja? Also sozusagen ein Konkurrenzprogramm zum marxistischen Programm. Nicht Verschärfung des Klassenkampfes, sondern Behebung des Klassenkampfes, Überwindung des Klassenkampfes durch Verbürgerlichung, wozu Bildung ein wesentliches Mittel war. Gleichzeitig ist Wissenschaftspopularisierung aber nicht nur sozusagen eine Strategie, um Bildung irgendwie weiterzureichen an Laien, sondern Wissenschaftspopularisierung wirkt auf die Wissenschaft selbst zurück. Und das kann man sehr gut sehen an seinem Hauptwerk, das ich Ihnen hier abgebildet habe, die Zellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre. Das ist sozusagen sein berühmtestes Buch. Und wenn Sie da weiterlesen, dann können Sie sehen, 20 Vorlesungen gehalten während der Monate und so weiter und so fort. Was waren das für Vorlesungen? Das waren Vorlesungen nicht etwa vor Studenten, sondern die hat er in den Semesterferien gehalten, vor praktizierenden Ärzten, also nicht vor Wissenschaftlern, ja, sondern vor natürlich Vorgebildeten, aber letztlich eher vor Halblaien. Ja. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Ärzte im Publikum, die sich jetzt beleidigt fühlen, aber was damit jedenfalls gesagt werden soll, ist, dass er hier, man könnte es vielleicht als eine Art von Fortbildung bezeichnen, ja. Und die Zuspitzung seiner wissenschaftlichen Meinung zum Zwecke der Fortbildung hat sein wissenschaftliches Programm, mit dem er dann berühmt geworden ist, wesentlich mitgeprägt. Das ist der entscheidende Punkt, um den es dabei geht. Also Wissenschaftspopularisierung steht im Zentrum oder spielt eine ganz entscheidende Rolle auch für seine Identität als Wissenschaftler, als moderner Naturwissenschaftler. Und das ist nicht so ein Hobby, ein Zeitvertreib, sondern gehört wirklich zentral dazu. Und zwar sowohl mit Blick auf die Profilierung seiner wissenschaftlichen Theorien, als auch im Hinblick auf das, was ich eine Kultur des Fortschritts genannt habe. Also der Versuch, mithilfe naturwissenschaftlicher Bildung eine bürgerliche Gesellschaft weiterzuentwickeln. Und hier halte ich zum ersten Mal inne, trinke einen Schluck Wasser und falls Nachfragen sind, könnten die jetzt gestellt werden, sonst mache ich gleich weiter. Ja, davon gibt es schon etwas. Nein, es gibt bisher noch keine Fragen, aber ich hätte eine an Herrn Professor Goschler und würde da gerne anknüpfen an das, was Sie zuletzt gesagt haben, Herr Goschler. Er war ja offensichtlich der Rudolf Virchow von einem sehr großen Fortschrittsglauben auch beseelt, was die Segnungen der Naturwissenschaften betrifft. Und hat ja gewissermaßen auch, glaube ich, mehr oder weniger die Meinung vertreten, dass die Gesellschaft durch naturwissenschaftliche Forschung als solche genesen würde und nicht nur genesen, in dem Sinne, dass Kranke geheilt werden und Kanalisationen gebaut werden oder sowas, sondern eben auch, dass Demokratie, Menschenrechte und so weiter, dass dieses alles gefördert würde. Nun haben Sie sich ja mit Herrn Goschler, mit Herrn Virchow auch unter wissenschaftstheoretischen Aspekten befasst. Und meine Frage ist, ist es nicht eigentlich eher umgekehrt gewesen, dass die Erkenntnisse, die Rudolf Virchow dann formuliert hat, mit der Zelle als dem Ursprung des Lebens und so weiter, eigentlich erst denkbar wurden für Menschen wie ihn, weil sich in der Gesellschaft ein Prozess vollzogen hatte, dass das Individuum wichtiger wird
in der Masse und letztendlich dann das bildet mit anderen Individuen zusammen, was man dann idealtypisch als demokratisches Gemeinwesen, also als Volksgemeinschaft bezeichnen könnte. Wie würden Sie das sehen? Ja, wirklich eine interessante Frage erstmal. Vielen Dank dafür. Also wenn man es sozusagen mit einem wissenschaftlichen Schlagwort bezeichnen würde, dann würde man erstmal von Metaphernzirkulation sprechen. Also wir haben hier zwei Bildwelten. Ja, die eine Bildwelt ist biologisch, ja, die bezieht sich auf den menschlichen Körper, und die andere Bildwelt, die bezieht sich sozusagen auf Body Politics, auf den politischen Körper. Politische Körper und biologische Körper stehen nebeneinander, werden beide mit Bildern bezeichnet. Und jetzt, weniger hochtrabend gesprochen, haben wir hier eine Art von Henne- und Ei-Problem. Also was war zuerst da? Ja. Und tatsächlich macht es Sinn, jetzt nicht einen Streit um die Priorität zu führen, sondern eher davon zu sprechen, dass sich beides gegenseitig beeinflusst hat. Aber Sie haben völlig recht mit Ihrer Beobachtung, dass man das in beide Richtungen denken kann. Ja? Also er benutzt sozusagen politische Analogien und Metaphern, um den menschlichen Körper zu beschreiben, und biologische Metaphern, um sozusagen die Gesellschaft zu beschreiben. Und also der bekannteste Begriff in dem Zusammenhang ist ja der Zellenstaat. Ja? Also er beschreibt einerseits den menschlichen Körper als einen Zellenstaat, der eben demokratisch ist. Der ist nicht mehr hierarchisch wie in älteren, es gibt ja ältere Bilder, wo es sozusagen der Kopf und der Magen und so weiter und so fort, damit wären sozusagen feudalistische Gesellschaften und auch hierarchische Gesellschaften, kann man genauso begründen mit Körpermetaphoriken, ja, dass es sozusagen natürlich ist, dass immer der Kopf natürlich mehr wert ist als die Beine, und die Beine müssen den Kopf eben tragen, ist so, ja. Also man naturalisiert eine politische Vorstellung, indem man sagt, wie denn sonst? Das ist sozusagen das Entscheidende dieser Argumentation. Und umgekehrt kann man natürlich den Körper nun anders erklären, indem man politische Metaphern hineinträgt in die Biologie. Ja. Aber der Zusammenhang ist nun tatsächlich sehr stark in dem Stichwort, durch das Stichwort hergestellt, mit dem Sie begonnen haben, dieser Fortschrittsglaube. Ja. Also die Vorstellung, dass es ein Gesetz des Fortschritts gibt, das wird für Sie als Theologen ja interessant sein, wie sozusagen religiöse Vorstellungen säkularisiert jetzt plötzlich in den Naturwissenschaften auftauchen. Ja, also es gibt eine nicht mehr eine Theologie, sondern eine Teleologie, ja, eine zielgerichtete Entwicklung. Und das Interessante bei ihm ist eben, dass die Naturwissenschaften ihren Erklärungsbereich enorm ausweiten. Die sagen eben, die Naturgesetze gelten eben nicht nur für die Natur. Wir können nicht nur erklären, warum Äpfel zu Boden fallen, sondern wir können auch erklären, warum Monarchien stürzen müssen. Und wir können auch erklären, wo es hingeht. Das ist entscheidend. Wir können nicht nur beschreiben, was ist, sondern wir können auch sagen, was sein soll. Und das reicht bis in den Anspruch bei Rudolf Virchow, auch das zu definieren, was Gesellschaften im Inneren zusammenhält, nämlich die Ethik. Ja? Das ist ja dann die Kernfrage, also die ja für den Liberalismus auch so der große Streitpunkt ist. Worauf stützen wir eigentlich letztens unsere normativen Grundlagen, wenn wir sozusagen alles weit genug säkularisiert haben? Brauchen wir die Religion oder brauchen wir sie nicht? Da gibt es verschiedene Antworten. Rudolf Virchow hatte eine eindeutige Antwort. Brauchen wir nicht, kann die Naturwissenschaft selber. Vielleicht so viel. Ich mache ja dann jetzt noch weiter. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, gut, dann darf ich auch noch eine Frage stellen. Ja, unbedingt. Ja, gut. Das betrifft die Quellen des Virchow'schen Denkens, wenn man das so ausdrücken könnte. Sie erwähnten ja, dass die Philosophie gewissermaßen vom Thron gestürzt wurde. Das geht ja auch einher mit dem Untergang, mit dem Ende der klassischen deutschen Philosophie. Schelling gibt nochmal also eine Art Abschlussveranstaltung, mit der Virchow ja überhaupt nicht einverstanden war. Aber dieser Prozess schließt ja ein, schon zeitlich vorhergehend, ja, dieses vom Thron stürzen, der, also ich meine, also Schopenhauer, der das in seinen Schriften ja getan hat. Und nun ist die Frage, ich habe beim Überblicken der Dinge, nicht so ganz gründlich konnte ich das machen, nicht gefunden, dass Virchow Schopenhauer zur Kenntnis genommen hat. Ist das ein Irrtum? Weiß man das noch nicht genau oder kann man genaueres dazu sagen schon?
Also auf Schopenhauer bin ich nicht gestoßen. Also er hat sich, glaube ich, so mit der Philosophie beschäftigt, wie das viele Zeitgenossen machen, sagen wir mal, weil vieles verdichtet sich ja so auf Schlagworte, die dann so gerade unterwegs sind. Ja. Also er hat seine Sachen, seine naturwissenschaftlichen Argumente auch jetzt nicht sozusagen auf Philosophen gegründet, aber ich würde sagen, er ist eher in einem gewissen Zeitgeist mitgeschwommen, der sich natürlich von der Schellingschen Naturphilosophie klar distanziert hat. Das war sozusagen eher so ein Schlage-Tot-Argument. Also man braucht es ja immer, wenn man sagt, ich stehe vor das Neue, das ist die Zukunft, dann muss man sozusagen das Alte auch möglichst hässlich, fratzenhaft darstellen. Und da sind die Frontstellungen natürlich auch dramatisiert worden. Ja, also ich würde ihn jetzt auch nicht sozusagen philosophisch ableiten, aber er gehört sozusagen in einen allgemeinen Trend einer Abkehr von dem, was dann damals unter dem Begriff der Naturphilosophie gefasst wurde. Also keine nachweisbare Lektüre. Ich zumindest konnte sie jetzt nicht nachweisen. Vielleicht gibt es ja noch ein paar andere Spezialisten, die vielleicht mehr in die Richtung gehen. Ja, gut, ja, damit ist das für mich beantwortet. Danke. Okay, danke schön. Dann gehen wir mal zur nächsten Folie. Ja, beginne wieder mit einem Bild, das insofern auch sozusagen wichtig ist, um den Anschluss herzustellen für unsere Gegenwart. Das zeigt also nun Abgeordnete des Preußischen Abgeordnetenhauses im Sommer 1862. Das ist die Budgetkommission, also die Haushaltskommission. Und dieses Bild ist in mehrere, und Virchow sehen Sie, also Moment, ich weiß nicht, ob es mit der Maus, hier ist Virchow, ja. Können Sie sehen, wo ich ihn hier, genau. Das Bild ist in mehrerlei Hinsicht interessant. Also erstens ist die Budgetkommission sozusagen das Zentrum des Parlamentarismus. Das Wesen des Parlamentarismus ist es, oder die entscheidende Aufgabe ist es, den Haushalt festzulegen. Also die Budgetkommission ist sozusagen das Zentrum auch des Machtkonflikts mit der Monarchie. Da geht es ans Eingemachte und daraus resultiert dann auch, und das kulminiert dann auch im preußischen Verfassungskonflikt, auf den ich gleich noch zu sprechen kommen möchte. Also das ist zum einen wichtig, sich klarzumachen, hier sind sozusagen diejenigen, die jetzt wirklich den Kern des demokratischen Machtanspruchs vertreten, nämlich den Anspruch, dass das Parlament bestimmt, wie der König sein Geld ausgeben darf. Das ist eine echte Machtfrage. Ja. Und da ist Virchow, der jahrzehntelang Vorsitzender der Haushaltskommission war, sozusagen eine ganz entscheidende Figur. Das muss man sich klar machen, wenn man sich erst mal überlegt, welche Rolle er als Politiker spielt. Dazu einfach nur auch als Information. Er war ja Jahrzehnte, also seit 1859 Abgeordneter des Preußischen Abgeordnetenhauses bis zu seinem Tode, ja. Etwa so lange, noch länger Mitglied der Stadtverordnetenversammlung in Berlin und dann auch noch, ich glaube, etwa 12 Jahre nach der Reichsgründung Mitglied des Reichstages. Muss man sich mal vorstellen. Ja? Und Vorsitzender der Budgetkommission, das war eine unglaubliche Arbeitslast, neben seinen mehrere Felder umspannenden wissenschaftlichen Tätigkeiten. Also das muss man sich jetzt erstmal vorstellen, wie jemand so sein Leben organisiert. Das ist eine Sache, die mit dem Foto verbunden ist. Die andere Sache ist dieses Foto selbst. Das ist damals sozusagen etwas ganz Neues, dass Parlamentarier sich fotografieren, sozusagen die Selbstdarstellung auf einem Foto, ja, die ja dann auch verteilt worden sind, Wahlwerbung, ja, sich dem Volk gegenüber zu zeigen, das ist sozusagen auf dem Höhepunkt einer Auseinandersetzung mit der Monarchie, als es um die Frage geht, wer hat in diesem Land eigentlich die Macht, ja, und das ist der Versuch auch des Parlaments, sich zu zeigen, auch Werbung für sich zu machen. Das muss man sozusagen alles im Hinterkopf behalten, weil das sind alles Dinge, die aus unserer heutigen Zeit gewissermaßen selbstverständlich sind. Das ist damals alles noch ganz neu und auch Gegenstand intensiver Auseinandersetzungen, bei denen Virchow mittendrin steht. Ich habe mir folgenden Einstieg auch ausgedacht, um mir mal klarzumachen, wofür Virchow eigentlich politisch stand. Und das kann man wunderbar machen, wenn man also auf einen alten Brauch zurückgeht, der im 19. Jahrhundert sehr verbreitet war, nämlich wenn ein Fest war, hat man gesungen.
Und dann hat man immer bekannte Melodien genommen und neue Texte drauf gedichtet. Diese Melodie werden Sie vielleicht kennen. Deutschland, Deutschland über alles singt man heute einen anderen Text drauf. Und die haben damals auch einen anderen Text dazu gesungen. Ich gehe nur kurz durch. Das ist also 1887. Er hat sein 25-jähriges Abgeordnetenjubiläum. Und jetzt singen also sozusagen die Vertrauensmänner der Potsdamer Vorstadt, das sind die Wahlmänner, das ist damals ähnlich wie in Amerika gewesen, ja, dass sozusagen man nicht direkt gewählt wird, sondern man wählt erst Wahlmänner und die Wahlmänner wählen dann die Abgeordneten. Und die singen also, Sie können lesen, auf ihr Brüder, lasst uns preisen, unseren werten Jubilar. Ich gehe so ein bisschen durch. Freundlich nimm von deinen Treuen, hochverehrter Führer an. Sie sehen, der Begriff des Führers war da noch etwas unbelasteter. Was aus Herzensgrund wir weinen, dir, du großer Fortschrittsmann. Das ist der erste Begriff, auf den ich aufmerksam machen will. Lasse gütig uns gewähren, wenn im Liede wie im Wort wir so gern dich möchten ehren. Du, der Freiheit, Schirm und Hort, Fortschrittsmann, Freiheit. 25 Jahre schwanden mit dem Strom der Zeit dahin, seit in dir den Mann wir fanden, der mit echtem deutschen Sinn nur dem Wohl des Volkes lebt. Volk und jetzt nur für Wahrheit, Recht und Licht. Unermüdlich schafft und strebe, treu stets edler Bürger Pflicht. Also Licht reimt sich aus Pflicht. Mutig mit des Geistes Waffen machst der Finsterlinge Schar. Finsterlinge Schar ist auch wieder wichtig. Du beständig Licht zu schaffen, belebtest nimmer in Gefahr. Folgend kühnem Wissensdrange, für der Menschheit heil bedacht, bildest du allein schon lange eine eigene starke Macht. Also da haben Sie in kondensierter Form sozusagen das ganze Selbstverständnis der liberalen Fortschrittsideologie in der ersten Hälfte des Kaiserreiches. Also der Liberalismus als Vertreter des Fortschritts und damit eigentlich in seinem Selbstverständlich nicht eine Partei im modernen Sinn. Partei bedeutet heute sozusagen, es gibt viele Parteien, die untereinander um die Wähler konkurrieren. Der Liberalismus im 19. Jahrhundert hat sich als die Partei verstanden. Also das kennen Sie vielleicht aus anderem Zusammenhang auch, diese Gedankenfigur. Also sozusagen, die Partei, weil nämlich der Liberalismus, ähnlich wie der Marxismus, davon ausgegangen ist, dass er eine naturwissenschaftliche Erkenntnis der Welt hat und von daher nicht nur die Welt erklären kann, wie sie ist, sondern auch, wo sie hingeht und von daher der Fürsprecher des ganzen Volkes ist. Also der hat sich sozusagen als legitimer Repräsentant des ganzen Volkes verstanden, gestützt eben auch auf naturwissenschaftliche Erkenntnis. Hier fallen eben zusammen dem Wohl des Volkes lebet, Wahrheit, Recht und Licht. Das sind sozusagen die Aufklärungsmetaphern. Ja? Man schafft Aufklärung, man strebt zum Licht. Das ist die Metapher. Und die Wahrheit ist einem zugänglich, nicht etwa, wie manche andere im Raum hier vielleicht vermuten mögen, indem man an Gottes Wort teilhabt. Nein, indem man Naturwissenschaft betreibt. Das ist sozusagen eine Quelle unglaublichen Selbstbewusstseins. Und die anderen, ja, also die bekämpft damit das Geisteswaffen, also Naturwissenschaften, und damit bekämpft er die Finsterlinge. Wer sind nun die Finsterlinge? Na klar, die Katholiken vor allem, das sind die Finsterlinge, aber auch dann Antisemiten. Ja? Und sagen, der Gegensatz, da Naturwissenschaften, da Vernunft, da Aufklärung, auf der anderen Seite, denen all diese Eigenschaften fehlen. Und das wird dann gerne auch noch mit der Eigenschaft weiblich verbunden. Also sozusagen abergläubische Frauen, die dann eben katholisch sind. Das ist so ungefähr die Vorstellungswelt. Denn zu den unterschlagenen intellektuellen und philosophischen Traditionen gehört nicht zuletzt, dass Virchow ein wirklich in der Wolle gewaschener Protestant war. Und sein Antikatholizismus sehr viel dazu tun hat, dass er war enorm bibelfest, das war man in dieser Generation noch, ja. Und er war einfach tief imprägniert auch von diesem Gegensatz zwischen Protestantismus und Katholizismus. Okay, das ist sozusagen jetzt mal so eine zeitgenössische Linse auf ihn, in der sich viele dieser Begriffe bündeln und die will ich mal jetzt so kurz etwas aufschlüsseln. Also Virchow kennt man ja, wenn man etwas von ihm weiß, sozusagen in zwei Perspektiven und in der DDR-Wissenschaftsgeschichte wurde es auch immer so ein bisschen gegenübergestellt, sozusagen erst der Revolutionär 48 und dann je nachdem ja dann ein bisschen der Verräter, der dann halt
bürgerlich weichgewaschen war und dann irgendwie so zum Liberalen wurde, oder konnte es dann auch je nach politischer Ausrichtung auch positiver verfassen. Aber wenn man sich sozusagen, und viele kennen dann auch diesen Spruch, Medizin, Politik ist nichts anderes als Medizin im Großen, das ist so eine Art Virchow-Lebkuchen-Vers geworden und wird meistens positiv konnotiert, aber wenn man sich genau anschaut, was das heißt, dann ist das gar nicht, ist es doch etwas ambivalenter, denn eigentlich, wenn man das im Kontext seiner damaligen Schriften liest, steht dahinter der Anspruch, dass Ärzte aufgrund ihres Zugriffs auf die Welt, ihrer Erkenntnis, beanspruchen, auch zu wissen, was politisch richtig ist. Ja? Also während der Revolution fordert er wirklich so eine Art von Erziehungsdemokratie, ja? Wo das Volk, das er eigentlich für ziemlich ungebildet und auch ein bisschen blöd hält, ja? Also über die Oberschlesier schreibt er ganz furchtbar, ja? Das sind also irgendwie hinterwäldlerische Bauern, die müsste man erstmal aufklären, und dann müssten die Ärzte denen erstmal sagen, wo es lang geht, und Bildung und das ganze Programm. Ja? Also das ist ziemlich von oben herab gesprochen, das ist sehr paternalistisch, das muss man sich immer klar machen, bevor man zu schnell dieses Heldenlied anstimmt. Nach der Revolution ist er dann natürlich tief frustriert, natürlich, ja, und man darf auch nicht bagatellisieren, wie massiv die Verfolgung war, die politische Verfolgung war, die nach eingesetzt hat, wobei er relativ glimpflich davon gekommen ist, allerdings auch um den Preis, dass er sich jeglicher weiterer politischer Betätigung enthalten hat. Aber das Interessante ist, dass er sozusagen daran festhält, dass der Fortschritt sich letztlich nicht aufhalten lässt. Also ja, so ein gewissermaßen dialektisch, also Fortschritt geht nicht linear, sondern in Sprüngen, und eine Niederlage ist die Voraussetzung für den nächsten Erfolg. Ich finde es immer interessant, wie viele Ähnlichkeiten zwischen dem Marxismus und dem Liberalismus eigentlich im 19. Jahrhundert in dieser Hinsicht besteht. Ja. Also jedenfalls, er glaubt, er wird sich dann irgendwann durchsetzen, und Ende der 50er Jahre kommt dann anscheinend die große Chance, die liberale Ära, der Wiedereinstieg in die Politik, und das ist sozusagen die Hochzeit eigentlich auch des Fortschrittsliberalismus, der sich wirklich als die Partei versteht, der das ganze Volk repräsentiert, ja. Und das kulminiert dann eben zunächst im Verfassungskonflikt der 60er Jahre, wo es schlicht darum geht, wer entscheidet über das Militärbudget. Das ist sozusagen die Ära des heroischen Kampfes mit Bismarck, so wird es jedenfalls dann oft kolportiert. Darauf spitzt sich das dann ja oftmals zu. Er wechselt dann gewissermaßen die Seiten im Kulturkampf, als es plötzlich gegen den Katholizismus geht, weil er da plötzlich auf Seiten Bismarcks gegen den Katholizismus kämpft, was er später als Fehler erkannt hat, spätestens nämlich, als es dann gegen die Sozialdemokraten seit den 80er ging, da hat er dann gemerkt, dass er sich da hat in eine Falle locken lassen. Also er war dann durchaus auch politisch lernfähig und hat dann erkannt, dass er sich da sozusagen in ein falsches Bündnis hat hineinlocken lassen. Aber weil die Zeit ja auch knapp ist, vielleicht nur noch ein paar wesentliche Punkte zu seinem Politikverständnis. Also während der Revolution sozusagen davon ausging, Ärzte haben eine höhere Einsicht auch in das politische Wesen. Sie verstehen den politischen Körper eben auch und nicht nur den menschlichen Körper und haben von daher auch die Rezepte, wie man Gesellschaften heilen kann, zieht er sich dann in einer Situation, in der er politisch eben eher in der Defensive sieht, auf eine andere politische Struktur zurück, nämlich eher, indem er versucht, politische Fragen, soweit es geht, in unpolitische Fragen umzudefinieren, zu sagen, es ist ja gar keine politische Frage, ob wir hier eine Kanalisation bauen oder einen Schlachthof, ja, das ist eine wissenschaftliche Frage, ja, und das ist ein interessanter Punkt, das ist nämlich genau das, was sozusagen das Problem der heutigen Rolle von Experten hineinführt. Wo fangen eigentlich wo hören politische Fragen auf oder fangen sie an? Wo ist die Grenze zwischen wissenschaftlichen und politischen Fragen? Es gibt ja auch immer wieder politische Verhältnisse, in denen sozusagen die Herrschaft der Experten oder ein neutrales Expertenkabinett gefordert wird. Stellt sich immer die Frage, ist es wirklich unpolitisch, wenn Experten einfach nur das tun, von dem sie denken, das geht jetzt aus ihrer Wissenschaft hervor? Also eine ganz spannende Frage, die ich hier nur andeuten kann, aber das ist sozusagen die Strategie Virchows, die er dann einschlägt, als er dann eben
nicht mehr reklamieren kann, für das Volk zu sprechen, sondern eher aus einer auch manchmal politisch bedrängten Position spricht, dann nutzt er dann zunehmend seine Autorität als Wissenschaftler. Ja? Und das kann man dann eben auch sehen, wie er dann in Berlin die enorm teure Infrastrukturmaßnahmen durchsetzt, wie die Kanalisation der ganzen Stadt und die Einrichtung zentraler Schlachthöfe. Und hier nur am Rande, das ist auch interessant, wie der Liberalismus sich da geändert hat. Also heute verbindet man mit Liberalismus ja eher Privatisierung kommunaler Betriebe. Im Kaiserreich haben die Liberalen genau das Gegenteil gemacht. Die haben private Betriebe gezielt durch wirtschaftliche Manipulation in den Bankrott getrieben, um sie anschließend zu kommunalisieren. Ja? Weil sie der Meinung waren, dass es so effektiver geht. Also das ist das, was man dann als kommunalen Sozialliberalismus bezeichnet hat. Was ihnen dann allerdings zum Beispiel auch den Hass vieler kleiner Gewerbetreibender eingetragen hat und was dann auch eine gewisse Rolle bei der Durchsetzung des Antisemitismus in Berlin gespielt hat. Okay, auch hier nur ein paar Schlaglichter, die wir jetzt gerne vielleicht noch vertiefen können, wenn Sie Fragen haben, sonst würde ich hier einen Punkt setzen. Ja, vielen Dank auch für diese Impulse. Ich schaue mal, es sind keine schriftlichen Fragen vorhanden. Dann frage ich mal einfach unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer direkt, möchten Sie sich vielleicht lieber zu Wort melden? Dann würde ich Sie um ein Handzeichen bitten. Wie gesagt, Hand heben können Sie, wenn Sie mit der Maus unten an die Menüleiste gehen. Entweder Sie finden dort Handheben direkt oder aber drei Pünktchen und unter denen steht dann das Wort mehr. Und wenn Sie das anklicken, dann erscheint eine Liste und dort ist dann ungefähr in der Mitte Handheben zu sehen. Und da müssten Sie draufklicken, dann kann ich sehen, dass Sie etwas sagen möchten. Also Frau Hildegard L. hatte es ja vorher schon gefunden. Vielleicht haben auch noch andere. Das haben Sie sich gemerkt. Prima. So schnell war ich nicht. Ja, naja, ich kann ja vielleicht noch ein bisschen Zeit einräumen, indem ich auch noch mal nachfrage. Sie hatten ja schon angedeutet, das Verständnis von Liberalismus damals war eben doch in manchen Teilen ein anderes als das, was wir heutzutage so unter Liberalismus subsumieren. Und in dem Zusammenhang auch noch mal meine Frage, wenn ich dann das so höre, was in dem Lied alles stand, Licht, mit Licht, er ist eine Lichtgestalt, er will das Recht, die Wahrheit, er ist ein Mann, der von hohem Wissensdrange. Wie kommt es dann oder wie war damit vereinbar, dass er nicht wollte, dass Frauen Medizin studieren? Ja gut, das war damit, also paradoxerweise damit vereinbar, dass er gerade, weil er sich so selbstgewiss war in seiner Überzeugung, sozusagen seine politischen Überzeugungen dann immer gleichzeitig naturalisieren konnte. Ja? Also er hat sozusagen dann auch die sozialen Vorurteile seiner Zeit einfach als Ausdruck von Naturgesetzlichkeiten erklärt. Und der Geschlechterunterschied, wie er im 19. Jahrhundert eben fest etabliert war, der war für ihn eben Ausdruck einer gewissermaßen natürlich festgelegten Ordnung. Also er hat interessanterweise in seinem Verhältnis zu seiner Frau, kann man das ja sehr gut ablesen, seine Frau hat sehr darunter gelitten, dass er sozusagen immer in der Öffentlichkeit stand und sie hat sozusagen so eine klassische Rolle gespielt, wie sie im 19. Jahrhundert für Professoren, Gattinnen vorgesehen war, die dann eben sich ums Haus kümmern musste und so. Ja, und war wirklich unglücklich. Und er hat ihr in den Briefen immer erklärt, dass das Ausdruck der natürlichen Ordnung ist und dass das ihrem Wesen entsprechen würde. Also im Grunde genommen ist bei ihm das Bild des Naturwissenschaftlers und das Bild des Mannes sehr eng verknüpft gewesen. Also der Naturwissenschaftler war in gewisser Weise ein Supermann, der alle Eigenschaften, die den Mann auszeichnen, sozusagen in höchstem Maße vertritt. Also das wird Ihnen nicht unbekannt sein, solche Polaritäten, also Rationalität gegen Irrationalität. Ja, daher auch die Identifikation von Katholizismus und weiblich, ja. Und das ging sozusagen auch wieder zirkulär. Also was weiblich war, war irrational, was irrational war, war weiblich. Ja? Also, und das konnte er sozusagen alles erklären als Ausdruck
einer naturwissenschaftlich feststehenden Weltordnung. Also das ist eben genau das Problem, dass er einen Aufklärungsanspruch vertreten hat, der ihn in gewisser Weise dann gleichzeitig auch blind gemacht hat. Ja? Gerade weil er so überzeugt war, dass man alles durch Naturwissenschaften klären kann, ja, ist er sozusagen in Naturalisierungsfallen gelaufen und hat die Erklärung bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse dann eben als Ausdruck einer natürlichen Ordnung erklärt und gar nicht mehr hinterfragt. Ja? Also das macht sozusagen auch die Grenzen dieses Weltbildes aus, das sozusagen seine eigenen Blindstellen produziert. Ja, ja, vielen Dank. Okay. Ja, ich möchte, ja, wenn nichts weiter ist, dann möchte ich eine Frage hinterher schieben. Die betrifft Kanalisationen und Schlachthöfe. Ja. Nun kann ich mir vorstellen, es war einige Zeit, oder wir wissen das ja, es war einige Zeit, nachdem das in Berlin etabliert war, sicher nicht überall in Deutschland vorhanden, aber man konnte doch irgendwann davon ausgehen, jawohl, das hat sich flächendeckend verbreitet. Ist das nun immer darauf zurückzuführen, dass man Virchows Einsichten und Ratschläge befolgt hat, oder sagte man, die Berliner machen das jetzt auch. Was war das eigentlich für ein Prozess und wie lange dauerte das eigentlich, bis es sich so halbwegs durchgesetzt hat? Okay, also das ist ein Prozess, der hat insgesamt bestimmt ein halbes Jahrhundert gedauert und man und Virchow hat da natürlich eine wichtige Rolle gespielt, aber er war da natürlich beileibe nicht der Einzige. Also das ist ein Prozess, in dem sich sagen, ganze Professionen neu organisiert haben, in denen auch neue Professionen entstanden sind und wo es auch darum ging, wer hat da jetzt eigentlich die, wer hat das jetzt in der Hand? Ja? Sind es Techniker, sind es Mediziner? Ja? Das waren ja auch Konkurrenzen. Also es ist ja auch ein Mechanismus, den wir kennen. Also es tritt eine neue Profession tritt auf und die definiert sich erstmal, etabliert sich erstmal dadurch, dass sie sagt, da gibt es ein bestimmtes Problem, ja, also man muss erstmal die Problembenennungskompetenz durchsetzen und auch durchsetzen, dass die Öffentlichkeit das sagt, ja stimmt, da haben wir ein Problem. Und dann ist der zweite Schritt, aber wir haben jetzt auch die Lösung, ja, also gebt uns mal Ressourcen und dann lösen wir euch das Problem. Das ist sozusagen die normale Abfolge, ja. Und das läuft natürlich mit der Kanalisation auch. Und dann ist es eben so, auch hier, auch wenn Virchow argumentiert hat, das ist gar nicht Politik, ist einfach nur eine wissenschaftliche Frage. Es gab damals auch schon verschiedene wissenschaftliche Ansätze. Und gerade bei der Kanalisation kann man sehen, das waren ja durchaus Konflikte. Ja? Also es gab ja zwei konkurrierende Ansätze, die beide gute wissenschaftliche Gründe vor sich hatten. Der eine Ansatz war nämlich der ja auch traditionell eine große Rolle gespielt hat, den man mit dem Begriff der Abfuhr bezeichnete. Also Fäkalien mögen wir jetzt vor allem als etwas Unangenehmes betrachten, aber sie waren für die damalige Zeit ein enorm wichtiger, eine Stickstoffquelle. Ja? Und die Umstellung auf WCs hat natürlich einen enormen Bequemlichkeitsvorteil mit sich gebracht, der jedem sofort einleuchten wird. Ja? Aber das bedeutete gleichzeitig, dass man diese Stickstoffquelle sagen damit unbrauchbar gemacht hat, ja. Und es gab damals sozusagen eine enorme Debatte, ob man jetzt nicht die Landwirtschaft total schädigt, indem man ihr den Stickstoff entzieht. Also letztlich wurde die Sache dann durch die Entwicklung des Kunstdüngers gelöst, ja. Also dadurch ist das Problem sozusagen verschoben worden. Aber ich will nur mit diesen kurzen Bemerkungen andeuten, etwas einfach als wissenschaftliche Frage zu bezeichnen, kann auch kaschieren, dass es manchmal auch wissenschaftliche Konkurrenzen gibt. Ja, und wissenschaftliche Fragen lösen sich auch nicht selbstevident. Also da gibt es auch verschiedene Positionen und auch wissenschaftliche Fragen und Positionen bewegen sich oftmals innerhalb bestimmter gesellschaftspolitische Horizonte, ja, also gerade bei Seuchen, ja, ob Problem haben wir wieder, ja, also Quarantäne oder Nicht-Quarantäne, ja, also da all diese Fragen haben immer eine starke politische Dimension und das Kaschieren der politischen Dimension ist auch ein Stück weit eine Strategie der Herrschaftsverschiebung gewesen. Das war, man kann es natürlich sagen, Teil einer Strategie der stillen Demokratisierung des autoritären Kaiserreiches, ja, indem man dem Kaiser immer mehr sozusagen Entscheidungskompetenz entzogen hat, indem man gesagt hat, lieber Kaiser, es ist jetzt gar keine politische Frage, es ist einfach nur eine Sachfrage. Ja, also brauchen Sie jetzt gar nicht drüber reden. Könnte man lange drüber reden, aber ich mache hier mal einen Punkt. Und wir haben ja auch nicht unendlich Zeit.
Ich glaube, da mache ich weiter, damit ich auch zu meinem dritten und letzten Hauptpunkt komme. Hier also sozusagen auch ein emblematisches Bild, das einführt in diesen Bereich, muss man sich natürlich klar machen, das ist eine Inszenierung. Ja? Also hier wird sozusagen gezeigt, der berühmte Arbeitsplatz, ja, der überhäuft ist mit Manuskripten, also sozusagen der rastlose Arbeiter umgeben von Skeletten. Ja? Das ist Teil auch eines inszenierten Virchow-Bildes. Und das führt uns jetzt nun zum Thema, und auch hier, das singe ich jetzt nicht vor, ich kenne auch die Melodie nicht ganz, Sie können es kurz überfliegen, aber also jetzt nun ein Lied, wo er bei der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft gefeiert wird, und hier vielleicht auch nur ein paar Stichworte, also er misst also fremde Rassen, die nach Berlin kommen, ja, den nimmt er die Maße, Japanesen, Singalesen, Wilde, die nach Berlin gesandt werden, in den Kolonien ist er schon verschrien, was er für ein Schädelmesser ist, Afrikas Gefilde, im Palaver spricht sein Häuptling hin, lasst euch nicht verleiten, Wissmann zu begleiten, Wissmann, bei mir um die Ecke hat man vor kurzem ein Straßenschild abmontiert, ja, weil er sozusagen jetzt als kolonialer Schlechter gilt, misst euch gleich am Kopfe, Schädelmesser, Menschenfresser, jetzt kommen sozusagen, werden Wortspiele gemacht mit den damaligen Kategorien der Schädelmessung, also Rundschädel, Langschädel. Dann kommt sozusagen, was ist Virchow selber von Rassenschädel? Und dann kommt sozusagen in der dritten Spalte, ist der Kreuzungsrasse. Das ist wichtig, ja. Weiß nicht, welcher Rasse eigentlich sein Schädel angehört, ja. Das sollten wir uns merken. Aber nicht bloß schiebelbeinisch, auch nicht nur pommerisch, war ja deutsch. Und am Schluss international. Das mag jetzt so launig dahergesagt klingen, aber dann das sind die Schlagworte der damaligen Debatte um den Rassismus und die Anthropologie ziemlich genau benannt. Ja? Nämlich, gibt es eindeutige Rassen? Kann man Rassen feststellen? Sind Rassen vermischt? Oder kann man Nationen über Rassen bestimmen? Und da hat er ja eine klare Position, und die wird sozusagen in diesem Lied in spöttischer Weise dann zum Thema gemacht. Man muss sich also vorstellen, und das zeigt ja auch dieses Lied schon, Anthropologie war anders als die Pathologie, eben keine, in Anführungszeichen, richtige wissenschaftliche Disziplin damals. Also die Pathologie, da gab es Lehrstühle, Institute, den ganzen Apparat. Anthropologie war eher noch so eine Hobbygeschichte. Ja? Also die war erst, das war sozusagen ein bürgerliches Vergnügen. Man war in Vereinen und hat dann eben sich da getroffen, und dann hat man gemeinsam Hagenbecks Tierpark besucht und dort irgendwelche Ausstellungen, Kolonialausstellungen angeschaut und dort die Menschen vermessen, oder hier eben einen Riesen hat man vermessen. Das sind sozusagen alles wissenschaftliche Laien, die in ihrer Freizeit jetzt Anthropologie betreiben. Die sammeln also, ja, wie wild, sie messen und sie feiern. Ja, also da ist sozusagen Wissenschaft und bürgerliche Geselligkeit noch eins. Und was treibt die jetzt nun an? Also 19. Jahrhundert ist eben das Zeitalter des Nationalismus und der Entstehung der Nationalstaaten und auch in Deutschland. Und was alle damals eben antreibt, ist die Frage, was macht eigentlich die Nation aus? Und eine wesentliche Kategorie, um die Zusammengehörigkeit dieser Nation zu beschreiben, war zur damaligen Zeit Abstammung. Und die zentrale Kategorie dafür war die Rasse. Und die Anthropologen in ganz Europa suchen jetzt also nach Begründungen dafür, warum das Land, das man jetzt gerade so als Nationalstaat besetzt, einem selber gehört, weil es ja der eigenen Rasse zugehörig ist. Und am besten weist man gleich noch nach, dass wesentliche Teile der Nachbarländer eigentlich auch noch zum eigenen Land gehören. Ja, also es gibt sozusagen so die politische Karte, und dann gibt es sozusagen so unterirdische Karten, die man hauptsächlich durch Gräber und Verbreitung von Gräbern dann nachweist. Ja, also wo sind slawische Gräber, wo sind germanische Gräber? Damit wird Politik gemacht. Ja, also wer gehört was? Und Virchow, das wird in diesem Gedicht ja eben auch sozusagen ironisch aufgegriffen, ist eben jemand, der für den das selber eine Frage war. Ist er eigentlich Slave? Ist er Rudolf Virchow oder ist er Rudolf Virchow? Ja, wie wir vorher gesprochen haben. Ja. Wer ist er eigentlich? Also für ihn hatte das sozusagen, war eigentlich die eigene Identität auch Ausgangspunkt für Fragen nach diesen Formen der Zusammengehörigkeit.
Und man kann es abkürzen, er hat also sozusagen Jahrzehnte damit verbracht, um jetzt also Gräber auszuwerten und zu vermessen und Grabbeigaben und so weiter und so fort. Und nach ungefähr 50-jähriger Forschung hat er dann also am Ende seiner Laufbahn einen Vortrag gehalten, wo er dann über die Ergebnisse dieser jahrzehntelangen Forschung gesprochen hat und hat dann gesagt, meine Herren, im Laufe unserer Forschung ist uns das Germanengrab abhanden gekommen. Also sozusagen diese ganzen Kategorien sind irgendwie immer mehr verschwommen. Und das war natürlich einerseits, das war in gewisser Weise ein Problem, zum Teil bot es auch Lösungen. Ein Problem war es insofern, weil die politischen Debatten damals enorm stark in rassisch aufgeladen waren. Das konnte man etwa sehen nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1871, den damals Frankreich verloren hat. Und eine damals sehr populäre Erklärung in Frankreich, warum jetzt nun Frankreich den Krieg verloren hat, war, dass die Preußen also so extrem barbarisch gekämpft haben, sich also nicht sozusagen als zivilisierte Nation verhalten haben, was rassisch erklärt worden ist, weil sie nämlich Nachfahren der Hunnen seien. Ja? Und also sozusagen wurden dann mit den Finnen in Zusammenhang gebracht. Und um das zu widerlegen, hat Virchow dann zusammen mit der Anthropologischen Gesellschaft, der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft, eine riesige Untersuchung in Gang gesetzt, wo also, ich glaube, 6 Millionen Schulkinder in Deutschland untersucht wurden, um zu beweisen, dass also die Deutschen nicht von den Hunnen abstammen. Und da stellt sich aber die Frage, wie können Schullehrer das machen, ja, jetzt die Rasse bestimmen? Und dann hat man halt die Kriterien genommen, die leicht gingen, und das waren Haarfarbe, Augenfarbe, Hautfarbe. Und dann hat man also diese Kinder alle untersucht und die Frage war dann, was man mit den Juden macht, ob die jetzt mitgezählt werden oder nicht. Und dann hat man die als Kontrollgruppe dann genommen und da kam sozusagen als Nebeneffekt, als erstaunliches Ergebnis raus, dass die Juden eigentlich mindestens so viel Blonde haben wie der Rest der Bevölkerung. Und das hat jetzt nun, kann man auch viel dazu sagen, gerade weil diese Schulkinderuntersuchung in der Diskussion um die Entstehung des Antisemitismus immer wieder eine große Rolle gespielt hat, weil man die Untersuchung auch in verschiedenster Weise benutzen konnte, kann man vielleicht drüber diskutieren, aber ich muss jetzt hier auch mal zum Ende kommen. Deshalb vielleicht nur noch den entscheidenden Punkt. Also für Virchow war sozusagen ein Vertreter der liberalen Anthropologie, die davon ausging, dass Rassenmischung eigentlich das Normale ist und zweitens davon ausging, dass Rassenmischung gut sei. Ja? Und das war sozusagen auch ein Ergebnis für ihn der Schulkinderuntersuchung, in dem er gesagt hat, es ist Quatsch, die Deutschen jetzt da irgendwie so nach Rassen zu sortieren, das ist einfach ein einziges großes Durcheinander. Und das ist nicht schlimm, sondern das ist gut so. Und das stand sozusagen im Gegensatz zu einem immer stärker werdenden Trend der Anthropologie und des Rassismus, die sozusagen eine Degenerationsvorstellung entworfen haben und gesagt, ursprünglich gab es reine Rassen, jetzt ist alles vermischt, das ist ein Verfall und jetzt müssen wir wieder die reinen Rassen erst herstellen. Also dass es aktuell Rassenmischungen gibt, daran hat auch Adolf Hitler geglaubt, ja, nur dass für ihn dann Konsequenz war, wir müssen diese Reinheit überhaupt wieder schaffen. Ja. Die Deutschen waren für ihn nicht ein reines Volk, sondern die waren für ihn ein total durchmischtes Volk, aber anders als Virchow war das für ihn ein Problem und nicht die Lösung. Zweitens noch, die Lösung für den zunehmenden Rassismus und Antisemitismus war für Virchow eben Rechtsgleichheit und Assimilation, also Angleichung. Ja. Das war sozusagen die klassische Lösung der Aufklärung. Er hatte sozusagen damit, und er glaubte, er kann den Antisemitismus gewissermaßen naturwissenschaftlich widerlegen, indem er den Rassisten zeigt, dass es Rassen gar nicht gibt, ja, und dass sowieso alles eine einzige Mischung ist, ja, hat sich das Thema erledigt. Das Problem war, dass die Rassisten darauf reagiert haben, ist uns egal, wenn der Virchow uns beweist und das alles nachmisst, wir wissen trotzdem, wer ein Jude ist und wer nicht. Also da kann man sozusagen sehen, sein Unverständnis für die Irrationalität politischer Argumentation, die er dann im Zweifelsfall höchstens noch als weibliche Charaktereigenschaft erfassen konnte, ja, brachte auch hier hatte auch hier eine Blindstelle produziert, die dieses Modell einer auf naturwissenschaftliche Aufklärung gestützte anti-ideologische Erziehung,
dann auch an ihre Grenzen gebracht hat. Damit, glaube ich, sollte ich jetzt auch zum Schluss kommen, wenn ich mein Zeitbudget betrachte. Also vielleicht nur drei kurze Punkte. Erstens, aus naturwissenschaftlicher Erkenntnis hat Virchow eben ein politisches Mandat abgeleitet, das allerdings seinen Charakter verändert hat, also von einer Art paternalistischer Herrschaft der Ärzte hin eher zu einer Form der Entpolitisierung politischer Entscheidungen, eine Art von Expertenmacht. Zweitens, er hat daran geglaubt, dass man naturwissenschaftliche Tatsachen dazu benutzen kann, um Ideologien zu delegitimieren, und hat damit die Fähigkeit und gleichzeitig sozusagen auch im positiven Sinne Werte zu generieren und hat damit die Leistungsfähigkeit von Naturwissenschaften massiv überschätzt, was auch zu seiner Zeit schon zunehmend als Problem betrachtet worden ist. Und drittens und letztens, die Ambivalenzen des Fortschritts und gerade auch die Ambivalenzen des mit dem naturwissenschaftlichen Erfolg verbundenen Fortschritts im 19. Jahrhundert hat er auch schon gesehen. Ja, das war ein großes Thema der damaligen Zeit, etwa dass dorthin, wo sich der Kolonialismus ausgebreitet hat, viele Völker untergegangen sind. Aber seine Antwort darauf war, dass er gesagt hat, ja, Naturwissenschaften sind der magische Speer, der gleichzeitig Wunden schlägt und die Wunden wieder heilt. Und das macht ihn sozusagen zu einem typischen Repräsentanten der Denkweise des 19. Jahrhunderts. Und an dem Punkt würde ich sagen, ist er uns dann doch heute, glaube ich, auch sehr fern geworden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Professor Goschler, für diesen instruktiven Vortrag. Ich stelle noch einmal die Frage in die Runde. Gibt es Fragen? Ja, das wäre dann jetzt die Gelegenheit. Ja. Denn wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo die Schlussdiskussion möglich ist. Und ich darf auch noch mal ein bisschen Zeit dazwischen schieben, was ich vorhin hätte nicht unfallfrei hier in die Kamera halten können, ist dieses Buch, das Professor Goschler verfasst hat, nun in dritter Auflage erschienen. Hier steht auf 500 Seiten Text alles, was man, wenn man nicht in die medizinischen Einzelheiten will, was man zu Rudolf Virchow wissen muss. Okay, ich kann es ja mal in der dritten Auflage vielleicht noch zeigen. Nein, ich glaube, das, haben Sie jetzt gerade die dritte oder die erste Auflage? Ich habe die dritte von 21, ja. Okay, das ist die neue, genau. Okay, alles klar, ja, gut, danke. Und ich darf danke für den Werbeblock. Ja, jetzt hat sich auch noch gemeldet. Ich darf noch ergänzen, dass ein Rezensent über das Buch geschrieben hat, dass das eben nicht nur historisch ambitioniert sei, das sei ja von einem Historiker zu erwarten, sondern auch gut lesbar. Eine Kombination, die nicht allzu häufig auftrete. Also auch in dieser Hinsicht tritt sozusagen Herr Goschler in die Fußstapfen von Rudolf Virchow. Er bemüht sich eben nicht nur um das Ergründen von Wissen, sondern auch um seine Popularisierung. Also in diesem Sinne ist das Buch auch herzlich empfohlen. Ja, jetzt sehe ich ein Handzeichen, nämlich von Herrn Bölk oder Bölk. Und dem erteile ich jetzt die Sprecherlaubnis, Herr Bölk. Wenn Sie bitte Ihr Mikrofon jetzt einschalten würden und Ihre Frage stellen. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt zu hören bin. Ja, wunderbar. Ich beschäftige mich sehr intensiv mit dem Topos Mitteldeutschland und wie dieser Topos quasi ab 1921 dann auch sozusagen zum politischen Kampf berufen wurde. Und es ist eben doch interessant und auch mal sehr spannend für mich, dass man hört, dass also diese, sag ich mal, rassistischen, extremen Positionen eigentlich bis zum Ersten Weltkrieg gar nicht so die dominante Position war, sondern dass quasi letztendlich auch nochmal dieser Erste Weltkrieg, und das konnte ich also auch bei Mitteldeutschland beobachten, wo das ja vor allen Dingen auch von Geografen ausging, dazu geführt hat, dass Wissenschaftler jetzt massiv sich als patriotische Wissenschaftler als Kämpfer quasi für das Vaterland etablierten und dort auch ihren Beitrag leisteten und Lasten leisten wollten, und dass dann Positionen wie von Friedrich Ratzel, also sozusagen so eine geografische Evolutionstheorien, dass die dann quasi dominant wurden. Und das ist also für mich auch nochmal ganz interessant, dass bei Virchow natürlich das noch so nebeneinander stand und man noch nicht diese Eindeutigkeit schon da absehen konnte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielleicht nur ein kurzer Kommentar zu diesen wichtigen Ergänzungen. Es gibt ja gerade auch wieder eine Debatte um das Kaiserreich und wo führt das hin? Und ich glaube,
Ihre Bemerkung deutet auch nochmal auf folgende Beobachtung hin. Im Kaiserreich gab es sozusagen alle möglichen Potenziale. Es gab Potenziale, die kann man verlängern in die Zeit des Dritten Reiches. Ja. Es gab aber auch ganz andere Potenziale. Ja. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, dass man sich klar machen muss. Das Kaiserreich hatte erstmal eine offene Entwicklung. Da wäre vieles möglich gewesen. Und dass es dann so weitergegangen ist, wie es weitergegangen ist, war zumindest mit Perspektive auf das Kaiserreich selbst noch nicht entschieden. Da hat natürlich der Erste Weltkrieg und die Folgen dann viel dazu beigetragen, welche dieser verschiedenen Potenziale sich dann stärker durchgesetzt haben, die Oberhand gewonnen haben gegenüber anderen. Genau. Ja, schönen Dank. Insofern kann ich Ihnen nur zustimmen mit Ihrer Beobachtung. Ja. Vielen Dank. Sind noch weitere Fragen? Das ist im Moment nicht der Fall. Herr Goschler, hätten Sie noch Luft für eine Frage von mir? Ja, klar. Gerne. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, Sie hatten ja geschildert, dass Rudolf Virchow eigentlich am Anfang seiner Laufbahn sich mit der preußischen Bürokratie, so haben Sie es genannt, angelegt hat, indem er einfach gesagt hat, also ich habe jetzt das wahre Wissenschaftsverständnis und ihr müsst erst mal umlernen. Dann hat er sich unbeliebt gemacht, indem er in der 48er Revolution ja nicht einfach nur ein Mitläufer war, sondern er war, glaube ich, sogar tatsächlich in Straßenkämpfe involviert. Also, das heißt, da hat er sich auch unbeliebt gemacht. Wie ist es denn dann, durch welche Gruppe in Berlin dazu gekommen, dass er nach seiner Würzburger Zwischenzeit in Berlin ein eigenes Institut bekommen hat, also auch mit Mitteln und damit ja auch mit Einfluss ausgestattet wurde. Wer war das da im Hintergrund? Okay, also auch eine interessante Frage. Also erstmal die erste Geschichte sozusagen, da muss man unterscheiden, er hat sich mit der Militärmedizin angelegt, sozusagen mit dem medizinischen Establishment. Seine Unterstützer, die waren aber in der Ministerialbürokratie. Das sind zwei unterschiedliche Gruppen. Ja, okay. Und die Ministerialbürokratie in Preußen, die hat einen Modernisierungskurs gefahren. Ja? Und die hat gesagt, wir brauchen die besten und klügsten Köpfe, weil wir sind in der Konkurrenz. Und Hauptkonkurrenz war damals Wien. Und es ging sozusagen darum, die Wiener Schule zu besiegen im Bereich der Medizin. Und das hat eine ganz praktische Dimension. Es ging darum, wo gehen die Medizinstudenten hin? Ja, und das waren damals, die haben Cash gebracht. Ja, die haben viel bezahlt. Das war eine Devisenquelle. Ja, internationale okay. Studierende. Ja. Mhm. Und Virchow hatte auch sowas, heute würde man sagen, so Street Credibility. Ja, der galt als kennen Sie ja auch jetzt so aus heutigen politischen Verhältnissen, wenn Politik sucht dann Leute, die man vorschieben kann, man sagen, unser Digitalisierungsbeauftragte, unser irgendwas und so, also Leute, die sozusagen, denen die Öffentlichkeit abnimmt, dass sie für irgendwie Modernisierung stehen, ja. Und das alles vor dem Hintergrund, dass dieser Mechanismus damals ganz neu ist. Die Bürokratie muss das erst lernen, denn dass es Medien gibt, die einen beobachten und dafür dann irgendwie sagen, die Bürokratie hat versagt, guckt euch doch mal an, die berühmte preußische Bürokratie und kann nicht mal eine Hungersnot hier verhindern und eine Seuche. Ja. Ich meine, das haben wir heute auch, wenn ein Hochwasser ist, ja, Panik, wir müssen jetzt sofort was machen. Genau dasselbe ist es. Und heute wird es sozusagen, dann wird ein missglücktes Foto über Twitter, bang, geht es rund und kann Wahlkampf ruinieren. Das fängt damals gerade erst an. Bis dahin gab es sowas wie einen Generalanzeiger, der hat sowas dann die staatlichen Mitteilungen veröffentlicht. Auf einmal gab es Leitartikel, wo Leute die Regierung kritisiert haben. Und die Bürokratie ist schockiert, das kennen die nicht. Und dann sagen die, okay, die entwickeln dann neue Mechanismen. Ja. Und dann ist sozusagen, sehen die, Virchow ist der Rising Star, auf den setzen wir. Und dann schlägt aber sozusagen eine Dialektik der Entwicklung der Öffentlichkeit zu, denn es entwickelt sich nicht nur eine revolutionäre Öffentlichkeit, sondern auch eine konservative Öffentlichkeit in Gestalt der neuen preußischen Kreuzzeitung. Und die fordern jetzt den Kopf von Virchow. Ja. Und dann sitzen die jetzt alle zusammen, also die Bürokratie mit Virchow und so, ja, und müssen jetzt sagen, wir brauchen jetzt sozusagen, also wir wirklich gedealt, wir brauchen einen Ausweg, also wir müssen irgendwie Virchow so bestrafen, dass die konservative Öffentlichkeit sagt, jawohl, der hat sein Fett abgekriegt, ja, aber gleichzeitig wollen wir nicht so bestrafen, dass wir ihn verlieren, ja, und das geht mit Delegationen, wird ausgehandelt, wer kann was sagen, entschuldigt er sich oder nicht, wie viel, ja, und während die noch so verhandeln, kommt der Ruf aus Würzburg und dann sagen, Glück gehabt.
wir lassen den jetzt mal ziehen. Und es war damals sowieso üblich, dass man nicht gleich als erstes einen Ruf gekriegt hat in Berlin, ja, und sagen, den holen wir uns dann später wieder. Und das sind eben die Kreise, die sagen, wir müssen diesen Staat modernisieren, um nicht abgehängt zu werden. Ja. Mhm. Ja. Das ist wirklich total spannend, weil sich hier wirklich wissenschaftliche, politische, gesellschaftliche Entwicklungen verändern, sozusagen eine Monarchie, die unter Druck der bürgerlichen Gesellschaft und auch der bürgerlichen Öffentlichkeit gerät und versucht selber, das Gesetz des Handelns zu bekommen, nicht zuletzt, wenn man das in der längeren Perspektive sieht, indem sie selber lernen, den Tiger zu reiten. Ja? Das macht dann Bismarck, der sozusagen mit der Öffentlichkeit arbeitet auch. Und die Liberalen, die immer sagen, wir stehen für das Volk, sind auf einmal die Volksfeinde. Ja? Das schafft Bismarck, ja? Dreht es um. Und in seinen späteren Jahren, da wird dann die Bürokratie richtig hässlich. Ja? Dann halten sie ihm sozusagen seine Beteiligung an der Revolution immer mehr vor. Also da wird es, also sozusagen 40, 50 Jahre nach der Revolution, da, wenn es um die Frage geht, soll er einen Orden kriegen, eine staatliche Auszeichnung, da wird es plötzlich dann aufgerechnet. Und das Interessante ist, während der Revolution fordert Virchow ja sozusagen die Aufhebung der Trennung von Wissenschaft und Politik. Ja, und sagt, das ist alles eins. Als die Revolution vorbei ist, insistiert er plötzlich, dass es getrennt werden muss. Und man kann ihn doch nicht als Wissenschaftler an seiner Politik messen. Also da will er wieder die Autonomie der Wissenschaft. Ja. Und dann im Kaiserreich, aber dann findet sozusagen so eine Nationalisierung der Öffentlichkeit statt. Da wird das dann sozusagen wieder in Frage gestellt. Da sagt man, jemand, der so politisch daneben war, den können wir auch als Wissenschaftler nicht mehr ehren. Also das sind wirklich hochspannende Entwicklungen. Aber jetzt war eine Wortmeldung, ich muss mal aufhören. Ja, zwei. Eine schriftliche war ein bisschen schneller von Herrn oder Frau Hippe. Wie war das Verhältnis Rudolf Virchows zu Friedrich dem Dritten? Können Sie dazu etwas sagen? Ja, selbstverständlich. Also wenn Sie schon so fragen, dann werden Sie ja wahrscheinlich wissen, Friedrich der Dritte galt als die liberale Hoffnung, also die Hoffnung, dass wenn er erstmal die Macht übernehmen würde, wenn er Kaiser werden würde, dass dann sozusagen die Versöhnung von Liberalismus und Kaisertum stattfinden könnte. Ja, das war 1888 und das war dann natürlich die Tragik, und die hatten ein sehr gutes Verhältnis, ja, aber dann ist er ja, er hat ja eine Krebserkrankung, Kehlkopfkrebs und das ist dann ja auch eine der Geschichten im Umfeld. Virchow wurde dann also herangezogen, um die Natur der Krankheit zu untersuchen und hat da wohl eine Fehldiagnose vorgenommen, was dann also zu jahrhundertelangen Spekulationen geführt hat, ob er etwa extra fehldiagnostiziert hat, weil die einzige Behandlungsmöglichkeit zum damaligen Zeitpunkt bestand darin, den Kehlkopf rauszuoperieren, was den sofortigen Rücktritt bedeutet hätte, weil ein Kaiser musste eine Stimme haben. Ja. Und sozusagen wurde ihm unterstellt, er hat darauf gesetzt, lieber lässt er ihn noch ein bisschen länger am Leben oder mit Stimme, ja, um den Preis seines Lebens. Ja. Das ist allerdings Unsinn. Ja. Aber danach kam Wilhelm II. Und dann ging natürlich die Sache in eine andere Richtung. Aber also es war ein gutes Verhältnis und ein Verhältnis, auf das viel Hoffnung gesetzt worden war, das aber also nur sehr kurz hielt. Mhm. Ja, jetzt ist die Wortmeldung auch von Herrn oder Frau Hippe, wie ich gerade sehe. Ich gebe mal die Sprecherlaubnis und frage einfach mal, ist die Frage von Ihnen damit beantwortet oder möchten Sie noch was ergänzen? Dann müssten Sie das Mikrofon einschalten und sprechen. Es scheint die Frage damit. Dieselbe Frage war ja. Genau, damit ist die Frage wohl beantwortet. Ja, gibt es sonst noch weitere Fragen? Dann ist jetzt die Gelegenheit. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, da haben wir eine Punktlandung. Genau. Ja, dann kann ich mich an dieser Stelle nur ganz, ganz herzlich bedanken, Herr Professor Goschler. Ihr Vortrag hat, glaube ich, sehr schön deutlich gemacht, wie vieles von dem, was wir dieser Tage debattieren, auch frühere Generationen schon sehr, sehr beschäftigt hat und in die eine oder andere Richtung
ja, dann eben auch ausgedehnt, ausgebreitet wurde. Also das war sehr, sehr erhellend, dass wir sozusagen in unserer heutigen Zeit wirklich immer nur die Spuren wieder aufnehmen, die unsere Vorfahren schon gelegt haben, oder die Fäden wieder aufnehmen, die unsere Vorfahren schon gesponnen haben. Herzlichen Dank dafür. Herr Rohleder. Ja, ich danke auch nochmal Ihnen, Herr Professor Goschler, für diesen Vortrag. Natürlich auch für das Buch, wo ich schon ein paar Tage lang drin blättern durfte. Ja, meine Worte gehen in die ähnliche Richtung wie die des Vorredners. Ich glaube, wir haben mit Virchow natürlich eine herausragende Persönlichkeit, aber eben eine Persönlichkeit einer Entwicklung, in der wir drinstecken. Ich glaube nicht, dass wir sagen könnten, naja, wir betrachten uns das jetzt mal von einem ganz solchen Standpunkt aus und bilden da uns die abschließende Meinung. Nein, wir können es nicht, weil wir einfach drinstecken in einer Entwicklung, die jeden Tag was Neues bringt. Auch naturwissenschaftliche Entdeckungen, Erfindungen, sicher auch mit Übertreibungen, sicher auch mit der, ich sage jetzt mal, mit dem Versprechen, Gold zu machen, und das Porzellan ist noch nicht da. Aber wir stecken drin, wie gesagt, und wir werden uns wohl auch nur von Tag zu Tag positionieren müssen. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich bedanke mich auch bei Ihnen im Namen der evangelischen Erwachsenenbildung für Ihr Interesse und hoffe, dass wir uns demnächst entweder online oder doch endlich wieder in Präsenz wiedersehen. Bis dahin bleiben Sie bitte gesund, Gott befohlen, auf Wiedersehen.